Frank von Giga am Rande der IFA 2018. Wir befinden uns in einem Hotelzimmer. Das französische Startup Tempow hat uns hier ein paar Innovationen im Bereich Bluetooth gezeigt. Die sind richtig, richtig spannend und die erkläre ich euch jetzt mal nach dem Intro. Eines der größten Probleme in der Smartphone-Branche in den letzten Jahren, finde ich, war so Innovation um der Innovation willen. Aber so richtig Probleme von Menschen, reale Probleme, wurden jetzt nicht unbedingt gelöst mit Edge-Displays und dergleichen. Aber es gibt einen Bereich, mindestens einen Bereich, in dem wirklich Nachbesserung notwendig ist. Und das ist der Bereich Bluetooth, Bluetooth-Audio. Und da hat sich das französische Startup Tempow gedacht, wir gehen da mal ein bisschen rein, wir gucken uns mal an, was man da besser machen kann. Tempow macht im Kern Folgendes: Sie ermöglicht, dass Geräte sich mit Bluetooth miteinander verbinden können, und zwar mehr als ein Gerät. Ja, also während normalerweise Hersteller kein Interesse daran haben, dass Verbindungen zwischen mehr als zwei Geräten möglich sind, sagt Tempow, wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass sich mehr als zwei Geräte miteinander verbinden. Klingt jetzt sehr theoretisch, hat aber einen ganz konkreten praktischen Nutzen. Letztes Jahr gab es das Moto X4, das ist, glaube ich, in Deutschland gar nicht erhältlich gewesen. Dort konnte man dank der Software von Tempow, die direkt in die Firmware integriert war, zwei oder mehr Bluetooth-Speaker direkt mit dem Smartphone koppeln. Ja, das ist heutzutage per Default nicht möglich. Normalerweise kann man nur einen Speaker mit einem Smartphone koppeln. Man hat sozusagen ein kleines Multi-Room-System so erschaffen können. Aber Tempow macht da nicht Schluss. Es gibt noch viele weitere Anwendungsfälle. Ein Beispiel ist Fernsehen. Es gibt ja Android-TV-Set-Top-Boxen, wie zum Beispiel die Nvidia Shield. Und die Jungs haben sich da einfach mal eine Custom-Firmware draufgeschmissen und ihren eigenen Bluetooth, ihre Bluetooth-Protokollerweiterung, kann man sagen. Und damit ist es jetzt beispielsweise möglich, sich Bluetooth-Speaker zu nehmen und sich on the fly ein 2.1 Sound-Set daraus aufzubauen. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Man geht einfach in ein Menü, sagt, ich möchte noch diesen zusätzlichen Speaker koppeln. Das Ganze geht auch per Sprachbefehl, was das natürlich im Wohnzimmer viel, viel einfacher macht. Bis zu 4 Speaker können auf diese Weise gekoppelt werden und es ist noch viel mehr möglich. Zum Beispiel kann man auch sagen, 2 Headsets möchte ich noch koppeln, und man kann über diese Headsets auch unterschiedliche Sprachspuren darüber abspulen, zum Beispiel. Also wenn man im VLC-Player ein File geladen hat, irgendein Spielfilm mit mehreren Sprachversionen, da kann man halt mit der Freundin, die vielleicht Französisch spricht und man selber möchte lieber die englische Version gucken, das ist damit kein Problem. Und gerade Eltern von kleinen Kindern wie ich werden das auch zu schätzen wissen, dass halt, wenn halt die Kinder im Schlafzimmer nebenan schlafen, dass man da auf die Art und Weise einfach Kopfhörer kabellos koppeln kann. So, und wie kriege ich das Ganze jetzt? Naja, es ist leider nicht ganz so einfach. Man kann sich nicht einfach eine App auf sein Telefon installieren. Das muss alles auf einer sehr hardwarenahen Ebene integriert werden. Das heißt, man braucht schon die Unterstützung der Hardwarehersteller. Die müssen die Software von Tempow in ihre Firmware installieren. Motorola hat das mal gemacht bei einem Telefon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlecht angekommen ist. Ich hoffe einfach, dass es da noch mehr Hardwarepartner in Zukunft gibt. Man führt viele Gespräche, man konnte uns aber noch keine möglichen Kandidaten nennen. Ich persönlich würde es total begrüßen, wenn solche Sachen, solche Protokollerweiterungen dann auch integriert werden in zukünftige Firmwares von Smartphones oder auch von Set-Top-Boxen, Tablets und so weiter. Also, coole Sache, gerne mehr davon. Wenn euch diese kleine Erklärung gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like, abonniert unseren Kanal für mehr solcher Videos, hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar und klickt auf die Klingel, damit ihr kein Video von der IFA verpasst. Freuen wir uns bis zum nächsten Video. Ciao!